Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst oder haben seine Eltern gesündigt? Seine Blindheit hat nichts mit seinen Sünden zu tun, noch mit denen seiner Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, nahm er Erde in die Hand, spuckte darauf und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes. Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Ja, das ist er. Nein, er ist es nicht. Er sieht ihm nur ähnlich. Ich bin der Mann. Wie kannst du auf einmal sehen? Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Teich Schiloach und wasche dein Gesicht. Ich tat, wie er sagte. Und gleich nach dem Waschen konnte ich sehen. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus einen Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann strich einen Brei auf meine Augen. Ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen. Wenn er das getan hat, kann er nicht von Gott kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält. Wie kann jemand, der ein Sünder ist, solche Wunder vollbringen? Die Meinungen waren geteilt. Du sagst, er hätte dich vom Blindsein geheilt. Was hältst du denn von ihm? Er ist ein Prophet. Die Pharisäer wollten ihm aber nicht glauben, dass er blind gewesen war und nun sehen konnte. Sie riefen seine Eltern und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Ihr besteht darauf, dass er blind geboren wurde? Wie sollte er dann jetzt sehen können? Wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde. Oder wer ihn sehend gemacht hat. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst Antwort geben. Sie sagten das, weil sie vor den führenden Männern Angst hatten.
Diese hatten nämlich beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde auszuschließen, die sich zu Jesus als den versprochenen Retter bekennen würden. Aus diesem Grunde sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen. Schwöre bei Gott, dass du die Wahrheit sagst. Wir wissen, dass dieser Mann, der dich geheilt hat, ein Sünder ist. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht. Aber eines weiß ich. Ich war blind. Und kann jetzt sehen. Was hat er getan? Wie hat er dich sehend gemacht? Das habe ich euch schon erzählt, aber ihr habt nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Möchtet ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist also ein Jünger von ihm. Wir aber sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Aber von diesen Menschen wissen wir nicht einmal, woher er gekommen ist. Wie kann das denn sein? Ihr wisst nicht, woher er kommt, aber mich hat er sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blinden sehend gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, wäre er dazu nicht fähig gewesen. Du bist schon von Geburt an ein Sünder. Und willst uns belehren? Uns? Und sie warfen ihn hinaus. Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn: Willst du ganz zum Menschensohn gehören? Sag mir, wer es ist, Herr, so will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören. Und er warf sich vor Jesus nieder. Ich kam in diese Welt zu richten, damit die Blinden sehend und die, die sehen, blind werden. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten: Soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet. Weil ihr aber sagt, wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen.